Moin moin und hallo und willkommen zurück zu Ori and the Blind Forest. Und unsere Aufgabe ist es momentan, den Ginsu-Baum zu finden. Ich glaube, dort oben müssen wir hin. Ich muss erstmal wieder ins Spiel einfuchsen, weil ich es auch schon wieder länger nicht gespielt habe. Okay, da hoch kommen wir noch nicht, das ist zu weit. Aber hier können wir weiter. Was hat das gebracht? Die konnten wir zerstören. Und hier hoch. Und hier müssen wir lang. Ein Frosch. Ich hasse die Frösche. Das weiß ich noch. Geh weg. Sehr schön. Wir müssen in den Dornensumpf. Oh, hier im Vordergrund. Eine kleine Bestie. Ein Schleim. Die teilen sich doch, oder? Ja, wusste ich doch. Oh, sie. Aber hier wird zurückgeschossen. Boah, die ganzen kleinen Viecher. Oh. Eigentlich ist ja brutal, dieses Spiel. Aber wir schießen mit Licht, das geht in Ordnung. So. Aua! Okay, darüber komme ich nicht. Okay, das war so ein Explodieren. Ha, so konnte ich speichern. Aua! Oh Gott. Vielleicht der Trigger zum... Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt lieber... Muss ich das hier dahin ziehen oder muss ich das hier wegschieben? Ich schieb's erstmal durch. So, wir warten mal kurz, bis der Stachel wieder zurückkommt. Und vorbei ist, so. Ich glaube, hier bringt er uns noch nichts, der Stein. Was haben wir hier? Was ist das? Ein Geisterportal. Das war jetzt eine Schnellreisestation, oder? Hier ist sonst nichts anderes. Aber wenn wir jetzt den sozusagen hier... auf dem liegt dazwischen. Warten kurz. Jetzt. Vorwärts. Schieb, kleines Ding. Schieb. Okay, jetzt. Schieb. Bleib hier. Und schieb. Kommen wir hier oben ran, oder? Oh Gott. Ja. Gut. Ah, hier. Hoch. Während Ori dem Wald Licht und Hoffnung brachte. Ja? Weiter? Gaben andere nach und wurden von Finsternis und Furcht umfangen. Nein, nein, Minion, warte, stopp. Ein Gumon aus den Elendsruinen. Wir müssen seinen Fußabdrücken folgen. Lass uns holen, was er gestohlen hat. Ein Gumon? Gewinne die Wasserader zurück. Das ist ja eine Frechheit. Hat einfach geklaut, der Bengel. Komm, holt euch, Mensch. Das ist wie ein Schleim, das wieder aufteilt in tausende kleine Schleims hier. Geht weg. Geht weg. Level up. Und ich speichere jetzt einmal. Zack. Wir haben einen Skillpunkt. Den einen Skillpunkt kostet das irgendwas hier 2 oder sowas? Ja, hier. Ah, was können wir denn machen hier? Kartenmarkierung lässt die meisten einsammelbaren Objekte auf der Karte erscheinen. Gar nicht schlecht eigentlich. Schaden der Stichflamme. Kartenmarkierungen, Radius und erhöht den Schaden. Da steht dieses Casten, was wir machen, oder? Ich heb den erst einmal auf. Aber speichern hilft trotzdem. Der sieht eigentlich freundlich aus. Ich will dem nichts tun. Ah. Wie ging das hier? So? Ja, geht durch das, glaube ich, ne? Und bumm! Ich kann es immer noch. Und rüber. Oh, ich wollte nicht speichern. Ah,
Stress, Stress, Stress. Tentakeln, Tentakeln, böse Dauer. Hätten wir besiegt. Dann ist wieder so verseuchtes Wasser. Da ist wieder so ein Boden. Kann ich den hier rüberlaufen lassen, den Stein? Nicht den jetzt da rüberlaufen lassen. Das bricht doch bestimmt ein. Der ist doch bestimmt zu dick, das hier. Achso, er denkt sich einfach mal, ich muss da nicht rüberlaufen. Auch gut, aua. Ich bin tot. Egal, hier oben sind wir wieder. Das oben habe ich eingesammelt, ne? Ja. Wieder die Schnauze, so perfekt. Tentakeln zerstört ist hier. Da unten ist auf jeden Fall eine Erfahrungskugel. So, den machen wir jetzt hier mal kaputt, damit wir noch Chance haben, weit wegzulaufen von den kleinen Sobbeln, die alle gemein sind. Und mir so. Erfahrung einsammeln. Hey, die Erfahrung ist weg. Na, da bin ich noch nicht runter. Lass mal hier gucken. So. Kann ich hier vielleicht auch so. Wie, die sind wieder da. Wie. Okay. Kommen die immer wieder. Oh, der hat so ein Ding ausgespuckt. Ich muss noch da links unten. Also auf geht's. Schon wieder kommt er da raus. Junge. Vielleicht lassen sie auf jeden Fall noch sterben. Komm. Gibt immer wieder Erfahrung. Kein Problem. Schon wieder? Ich bin noch nicht gestorben. Wieso ist der wieder da? Respawn ist er mittlerweile immer. Hab ich ganz vergessen. Jetzt ist der untere auch da. Und der feuert natürlich auch nicht. Oh, eklig. Zeit zum Speichern. Kann's ja. Hier unten ist auch ein Tentakel. Oh, athletisch. Athletisch. Oh. Oh. Athletisch, ja. Ein Stand, den man auch zertrümmern kann. Das kann auch alles kaputt gehen irgendwie. Was ist das? So. Hier gibt es auch alles in Dorn, so wie in die Mondgrotte. Aber ja. Da kommen wir wahrscheinlich noch nicht weiter. Aber hier kommen wir weiter. Leuchtender Boden immer. Aber das kann ich noch nichts mit anfangen, glaube ich. Was soll ich hier machen? Soll ich hier so einen Bumm machen? Aua. Kann ich hier so einen Bumm machen? Das bringt nichts. Wie soll ich denn hier weiterkommen? Da oben irgendwie. Aber wie? Okay, ich hab's verstanden. Hier, Junge, ich steh hier. Nein, nein, ich steh hier oben. Guck mal, hier hinschießen. Jetzt musst du kommen. Hallo, hier hinten. Hier hinten. Hier hinten. Hier unten bin ich. Ich bin hier oben. Danke, aua. Hey, Junge, ich bin hier hinten. Hier. Den bin ich. Und jetzt stehe ich hier. Ich stehe hier. Ich bin hier vor der Tür. Danke sehr. Aha. Perfekt, wir können weiter. Oh, da oben ist auch so ein Ding. Mondkonte. Ein Laser. Oh. Ist aber auch gar nicht so klein, das Ding.
Ich habe dazu gelernt und speichere erstmal. Au. Hier oben bleiben. Hier oben bleiben. Oh nein! Na egal. Easy. Oh! Da hätte ich mit so einem Tentakel. Oh! Au! Okay, ich werde hier noch sehr oft versuchen. Habe ich das Gefühl. Beim nächsten Mal. Und runterfallen. Oh nein! No problem, easy. Ich mach das. Komm schon. Und ausgehen, Laser. Oh, das war zu spät. Pew und runter. Perfekt. Und hoch. Nein, warum machst du eine Rückwärtsrolle, Ori? So, nochmal. Au. Versuch Nummer 5. Also, natürlich nur Nummer 5. Hep und runter. Perfektes Timing. Und dann ist bald da oben. Bleib da oben, bleib da oben, bleib da oben, bleib da oben. Und runter. Und hoch. Oh. Speichern. Wer Erfahrung kommt zu mir. Ich möchte jetzt hier hochspringen. Ich würde jetzt gerne hier hochspringen. Kann ich noch nicht. Kann noch nicht hoch. Oh, Stacheln. Oh, die habe ich gar nicht. Oh. Aua, ich laufe in die Stacheln rein. Dumm. Hier kannst du überall Stacheln. Komm ich nicht weiter. Ach Gottchen. So. Hier in die Stacheln. An der Spinne einfach vorbei. So ist gut. Aua, da habe ich mich treffen lassen. Egal. Hep. Ah, hier ist wieder ein Geisterportal. Aktivieren wir das doch gleich mal. Wir dort immer wieder hinreisen. Nein, das ist dann. Achso. Da hat er will es wegwerfen. Das hat mich schon stark gewundert. Oh! Okay. Da müssen wir runter. Jetzt sogar den anderen Weg gegangen. Ich glaube, ich muss dahin, wo das zerquetscht wurde. Wenn ich dort den Hammer sozusagen auf das dicke, gepanzerte Viech da abschießen lasse. Aber erstmal würde ich hier die Dinger hier zerstören. Ja, ich werde bei diesem Spiel so viele Versuche für irgendwas brauchen. Ich sehe das jetzt schon kommen. Im späteren Verlauf ist jetzt ja gerade mal der erste Anfang. Ja, wir gehen jetzt erstmal zum Viech da unten hin. Ich hier wieder sterbe, weil ich zerquetscht werde. Hep, spring da drauf. Yep. Aua. Auf wen solltest du nicht drauf springen? Oh, zwei Leben verloren an dem einen Vieh. Hinunter. Hatte ich noch solche Steinchen? Wusste ich gar nicht. Egal, wir speichern hier unten mal. Wow! Das war jetzt unfair. Kumus Versteck. Ist hier doch so ein Steinchen. Mist. Mist, wo müssen wir lang? Hier rüber. Na, hat einmal. Ich habe einfach den Doppelsprung nicht. Hier, wir müssen. Lang. Okay. Ah, hier runter. Müssen wir runter? Ja, ich glaube, wir müssen runter. Ah! Oh, da ist es gewesen. Ich sterbe einfach nochmal kurz. Müssen wir was ausprobieren. Gumus Versteck. Ich möchte kurz nochmal sterben. Danke sehr.
Und zwar hier. Was gibt's hier zu holen? Die schrägen Wände kann ich nicht hoch, scheinbar, ne. Was gibt's hier zu holen? Wasser. Verseuchtes Wasser, scheinbar. Glaube ich zumindest. Wie, jetzt komme ich, wollte gerade sagen, hier komme ich nicht mehr hoch, aber doch. Also muss ich jetzt die Brücke einstürzen lassen, alles klar. Hui. Alles klar. Hep. Hep. Ich weiß, wie das hier funktioniert. Was ist, wenn ich jetzt hier hochgehe? Okay, aber ich muss hier runter. Eins nach dem anderen. Wenn ich hier hingehe. Also weit kommt das Ding nicht, okay. Also muss ich hier schnell wieder hoch und auf der anderen Seite. Uiui. Nein, nicht in die Stacheln. Du mach die Brücke kaputt. Ich speichere jetzt einfach hier unten. Ah, ich kann nicht speichern. Ich hab keinen. Haben die so ein Seelending? Na egal. Krieg das hin. Wir warten kurz nochmal, bis sie wieder zusammen sind. Und dann schlagen wir zu. Hier. Genau. Ich war doch an der... Ja, mach die Brücke kaputt. Ach je, ach, das wird ja nichts. So, Konzentration. Immer ganz vorsichtig. So viel zuvor. Ich habe irgendwie ein Déjà-vu gerade, ich weiß nicht warum. Ein so schönes Spiel und das bringt einen zum Ragen. Schrecklich. Manchmal glaube ich, dass Spieler das extra machen. Die wollen einen nur aufregen. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Oh, ganz vor. Oh Gott, das ist so langsam auseinander. Hoch, 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 hoch. Hoch und rüber. Ich hab den Kartenstein. So, perfekt. Hoch. Hoch. Eine Ebene noch. Hier. Und hin. Vorsicht, da waren Zacken. Zacken. Ganz langsam hier runter. Und... Oh, das war knapp. Mhm. So, dann müssen wir so... Ja, und ich glaube erstmal schön die... Ich würde gerne speichern jetzt hier. Ich würde nicht nochmal einsammeln müssen. Okay, ah, hier ist so ein Ding. Direkt speichern. Direkt speichern. So, wir können jetzt, wir müssen jetzt hier lang. Uiuiui. Au. Gar keine gute Idee gewesen. Das ist also Gumos Versteck. Gumo, warum machst du sowas? Warum brauchst du so ein elendiges Versteck? Wie soll ich das machen? Na gut, da kann ich reinpushen. Hep. Hep. Ein Frosch. Ein Frosch. Frosch. Stirb Frosch. Kann ich hier hoch? Ich kann nicht. Ich bin immer. Ich spring nicht hoch. Ich habe keinen Doppeljump. Den haben wir noch nicht. Eine Spinne, die mag ich auch nicht. Aber egal, hier. Geht sie kaputt. Was ist hier? Okay. Oh, mit Zacken? Warum denn auch noch mit Zacken? So an die Wand und dann hier so hoch. Ach, da hätte ich an die Wand. Okay, okay. Oh, ich bin hier. Okay. Egal. Das krieg ich hin. Yep. Schon mal hier hochhüpfen. Na komm runter, Frosch. Oh.
gute Arschspinne. So, okay. Hier mit Zacken. An die Wand hüpfen. Ich muss das warten, bis ich an dem Teil drin bin und dann rüberspringen. Aber... Und dann wieder zurück und dann wieder hin. Oh Gott, das ist kompliziert. Egal, ich mach das. Das Spiel ist komplizierter, als ich dachte. Ich dachte, das ist hier einfach nur ein schönes Spiel. Aber dann so viele knifflige Momente. So. Der Spinne in den Arsch getreten. Halb rüber. Jetzt hier drauf. Und rüber. Und oben bleiben. Und wieder rüber. So, das habe ich gemacht. Und jetzt? Wo ist denn das andere Teil? Ich weiß es nicht. Da unten. Da hätte ich rechts. Okay. Dann speichere ich jetzt aber hier nochmal. Hier, der Weg geht schneller. Auf jeden Fall, ja. Hier kommen wir schneller durch. Aber hier können wir das wieder einsammeln. Das respawnt scheinbar auch. Müssen wir nach da links jetzt. Also sprich. Oh, warum? Warum bleibst du dazwischen hängen und fällst nicht einfach runter? Egal. Das Gute an Videospielen ist ja, dass man kann respawnen. Ja, das war nicht gut. Nein. Oh, knappes Ding. So, wir bleiben erstmal hier an der Wand. Boah, selbes Spiel hier. Und rüber. Und da. Oh, da habe ich ein Leben gelassen. Aber das ist nicht so schlimm, weil hier gibt es... Bosskampf. Hier geht es Leben. Ein Aua. Ist halt auch nicht. Ein Bosskampf. Ein Bosskampf. Ein Bosskampf. Panik. Tot. So, es wurde hier automatisch gespeichert. Okay. Panik. Keine Panik. Warten, bis das Ding kaputt ist. Rausgehen. Es kommt irgendwo runter mir raus und will auch wieder rein. Panik. Alles gut. Alles gut. Das ist gemein. Das ist gemein. Hier raus. Da darfst du hin, ja. Oh Gott. Stress. Stress. Oh Gott. Nein, 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 nein. Stopp. Stopp. Das ist gar nicht gut. Oh, bleib doch weg. Bleib weg. Hier das raus von mir. In Ordnung. Ich sollte hier mal Stress vermeiden. Ah, cool, ich kann die Dinger kaputt machen. Nein, ich hab ein Leben verloren. Er ist doch fast tot. Er ist tot. Uiuiui. Ui, ui, ui. Das war jetzt aber ganz schön leicht. Gar kein Problem. So, ich speichere direkt erstmal. Ich habe jetzt zwei Skillpunkte, die ich zur Not vergeben kann. Was ist das hier? Vitaleffizienz. Ultra-Seelenverbindung. Erstellen einer Seelenverbindung stellt zwei Lebenszellen wieder her. Wasseratmung. Oder ich mache hier Streuflamme. Ich ist der Geist mit der Geisterflamme zwei Ziele auf einmal zu treffen. Gar nicht so scheiße. Gegenstände und Vitaleffizienz. Ich gehe erstmal den defensiven Weg. So, einsammeln und das Ding auch. Dann können wir da hinten jetzt weiter, glaube ich. Ah, hier ist das Ding wieder da. Aber das Ding auch. Aua. Nach links mussten wir, glaube ich, oder? Oh ja, die Wand. Ich glaube, wir mussten nach... Ah, nee, nach rechts. Was sag ich denn nach links? Hier durch das...
Mal einmal hier speichern. Das ist kaputt, dann haben wir nämlich das Ding gleich direkt wieder. Ja. So, unten lang. Warten wir mal direkt in eins durch. Ja, der Frosch ist auch wieder da. Dann wird die Spinne aber auch wieder da sein. Ja, ist sie auch. Aber die ist relativ easy, nachdem sie einen Schuss abgegeben hat. Sesam, öffne dich. Perfekt, wir können durch. Erfahrungspunkte gratis. Speicher. Aua, das war dumm. Gut, dass ich gespeichert habe. So, akrobatische Meisterleistung hier runter. Oh. Hep und hep. Ein Frosch. Verzieh dich, Frosch. Du bist hier nicht willkommen. Hey, dummer Typ. Okay, da oben kommen wir wahrscheinlich wieder nicht ran, weil wir immer noch keinen Double Jump haben. Spring doch. Oh, hier haben wir wieder so einen Baum. Das heißt, wir lernen eine neue Fähigkeit. Leru lag hier. Sie war schnell und beweglich und durchschnitt die Luft. Okay. Absorbieren wir das Licht von Leru. Du hast den Doppelsprung erlernt. Jawohl, jetzt geht's erst richtig los. Was schießen wir denn da nach unten? Perfekt. Ah, mussten wir jetzt auch den Doppeljump komischerweise gespeichern. Ah, hey, der ist ja echt voll riesig. Der macht sich ja gar keine Gedanken hier, dass er... Doppeljump ist cool. Ich habe ihn vermisst. Oh Gott, die Spinne ist ja wieder da. Ganz vergessen. Yep. Dann ist der Frosch auch wieder da. Hey Kollege, komm mal nach. Du bist ja doof. Haha, du bist ja echt doof. Ich habe einen Erfolg Selbstzerstörung bekommen. Scheinbar, weil der Frosch da reingejumpt. Oh, ganz knapp. Okay, wenn ich jetzt hier ganz... Okay, das funktioniert so nicht. So kann das funktionieren. Wenn ich das genauso jetzt, wie ich hier gerade mache, da drüben, sollte das klappen. Hallo Spinne, ich bin auch da. Wir speichern kurz hier. Selbst der Stunde der Erfolg hatte ich ja schon, den können sie mir nicht wieder wegnehmen. Wenn wir jetzt hier hochjumpen. Nicht so, dass er da den Jump muss. Wieso wollte ich das circa machen? So, genauso, wenn es so läuft. So, genauso wollte ich es machen. Ein Riesenschleim natürlich. Warum auch nicht? Warum auch? Aua, 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 aua. Aua, aua, aua. Ich mag die nicht. Aua. Aua. Jetzt hat auch eben gerade so schön geklappt. Dann kann der Riesenschleim. So.
Ja, mit der Explosion hat es gut gemacht. Also mit der Explosion hat gut gebracht. Also die Explosion war super. Aha. Energiezelle habe ich gefunden. Perfekt. Wo kann ich denn jetzt hier überhaupt noch was machen? Da hinten. Ne, mit dem Double Jump braucht es mir da nicht weiter. Ich kann jetzt glaube ich nach links weiter. Und können auch extrem viele Sachen halt weiter hinten machen. Ich muss irgendwo nach da unten. 4. Das mal jetzt hier erstmal. Ah, da kann ich meinen Double Jump benutzen. Oha, aua. Das muss funktionieren. Wenn ich hier hinten bin. Oh, so knapp. Das funktioniert, das funktioniert. Da bin ich mir sicher. Hep. Doppeljump. So, jetzt wenn ich hier bin, springe ich, ah nein, so, jetzt hier ranspringen, Erfahrung mitnehmen und drüber. Warte kurz, hier haben wir das. Muss ich nach da unten weiter? Da oder hier? Okay. Das wird jetzt knifflig. Wegspringen, ranspringen. Ah, okay, das muss ich. Wegspringen, ranspringen. Ah, fast. Wegspringen? Ah, das war zu hart am Boden. Auch schon wieder zu nah an einer Decke, was sag ich? Boden. Fast. Das geht. Das muss gehen. Ich bin mir sicher, dass es geht. Ah, komm mal. Das war... Ah, wo ist das, dass es geht? Speichern. Und hier durch halt. Ah, okay. So. Ich würde sagen, wir benutzen mal diese Pause, um zu speichern. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch mal wieder dabei, wenn es dann wieder heißt Ori and the Blind Forest. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da. Und ich bin schon ziemlich gespannt, wie das Spiel weitergeht. Danke fürs Zusehen, macht's gut und ciao.